Dann kommt das rein, das rein, das rein, das rein, das rein und das. Verdammt, irgendwas hat noch gefehlt. Was fehlt noch? Boah, schnell gucken, schnell gucken. Ich brauche... Ah, zwei hellblau. Okay, zwei Zyan. So, und jetzt aber. Ja, gut, wir haben die Hydroangeas-Pflanze. Hey, oh Leute, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shine. Yo, ich sehe gerade, der gute Skate hat hier eine Chocobo-Farm aufgestellt. Massen-Chocobo-Haltung. Aha, 1, 2, 3. Massenhaltung. Okay, dann haben wir das hier noch. Irgendwie, was ist hier? Die Smeltery weiter. Wer baut denn hier sein Häuschen? Was war denn das für ein Geräusch? Okay, Skate. Okay, hi Skate. Mensch, toll, machst du das. Was sind das hier für Kisten? Hä, was sind das für Kisten? Adjust. Wie heißen die? Was kann die Kiste hier? So, gut. So, musste ganz kurz was in Skype schreiben, weil da jetzt wieder eine Diskussion angefangen wird und so weiter und so fort. Und, wir machen das erste hier, Achtung, ich muss die Lage checken. So, wow, also es wurde in der Config geschrieben, dass es drum geht, Alter, ohne Witz, Mann, diese Blume sind gegen das böse Biom. Nicht abbauen, nicht benutzen, verschwinden irgendwann. Okay, also diese Blume da sorgt dafür, dass sich das Ganze hier nicht weiter ausbreitet, weil sonst hätte ich hier irgendwann überall Tainted Biome. Und deswegen lassen wir das da jetzt erstmal stehen, ne? So, wie sieht's denn hier aus? Machst du da was, deine Arbeit? Und so, ne? Wäre toll. Was, hä? Okay, warum nimmt er seine Arbeit nicht auf? Ach, warte mal, vielleicht wegen dem. Ist da was drin? Och, da ist voll. Bats. Okay, hier ist wieder ein bisschen was drin. Sehr schön. Das ist jetzt ein bisschen doof, dass die Blume genau an der Stelle ist. Kann man die nicht da hinsetzen? Naja, ich kann ja meinen Garten dann eh erweitern. So, also, ihr habt mir ganz toll geschrieben, dass ich, was ist das da hinten? Ah, okay, die Blume. Dass ich einfach warten muss und Geduld haben muss, da diese Dinger hier, warte mal, okay. Ich sollte den hier eventuell, what, der ist schon wieder voll. Das geht ja jetzt hier richtig schnell. Warum wird der so schnell voll? Ach, warte mal. Der gibt immer nur ein bisschen was ab. Machen wir so. Bis er wieder leer ist. Ist er leer? Ja, jetzt ist er wieder leer. Und ich hoffe, dass da jetzt genug drin ist. Warte mal. Ich gucke jetzt mal, ob jemand von mir, also für mich, ich sag mal, einen Diamant hat. Ich muss mir unbedingt einen ausborgen, weil ich habe jetzt keine Zeit zu farmen und so. Ich will da jetzt endlich vorwärts kommen. Oder eine Enderperle. Diamant oder Enderperle brauche ich. Und ich bin jetzt mal so gemein, sage ich mal. Ich hole einen Diamant mal her. Ich will nur testen, ob es funktioniert. So. Home. Und jo, gehen wir hin. Achtung. Ich will nur wissen, ob es schon funktioniert. So, was? Du sollst da hoch. Da. So. Ach. Jetzt geht's. So. Ah, nee, es geht noch nicht. Es reicht noch nicht ganz. Das ist Dorf. Okay, der ist wieder schon ein bisschen voll hier. Der hier macht alles automatisch von da rein. Aber der hier. Da muss ich das halt betätigen. So. Gut, es funktioniert noch nicht ganz so. Ich werde den hier allerdings mal abbauen, damit der andere das automatisch macht und ich nicht immer daneben stehen muss. So, ich habe auf jeden Fall, ich sag mal, einen Plan, wie es weitergeht. Keine Sorge. Die letzte Folge, das war einfach, weil ich total angepisst war und verwirrt. Und jo.
So. Gut, dann holen wir jetzt hier so noch die Bären mit. Und den Diamant, ich glaube, ich schreibe Spark ein Schild oder so. Oder soll ich mich jetzt um die Chocopedia kümmern? Ich weiß es gar nicht. Ich bin nämlich gerade ein bisschen verwirrt. So, Botania. So, wir brauchen nämlich mehr Pflanzen, die Mana herstellen. Diese Pflanze hier, die stellt Mana her durch Wasser. Das heißt, ich brauche eine Wasserquelle. So, wir brauchen Blau, Cyan und Pink. Die hier kann ich herstellen. So, merkt euch mal, Blau, Cyan und Pink. Blau, Cyan und Pink. Blau, Cyan und Pink. So, das merke ich mir jetzt. Blau, Cyan und Pink. Blau, Cyan und Pink. Blau, Cyan und Pink. Okay. Gut. So. Einfach mal das Ganze hier rein. Das behalte ich jetzt mal. Den behalte ich auch mal. Das behalte ich auch mal. So, wir haben hier Lightblue. Das brauche ich jetzt nicht. So, ich packe das einfach mal da rein. Keine Angst, wir machen noch ein Kistensystem. Alles ist in Ordnung. So. Hier haben wir Blau. Hier haben wir Magenta, das ist doof. Ich brauche nämlich Pink. So, aber ich hoffe, dass es Pink gibt. Warte mal. Hier haben wir Purple. Cyan haben wir auch hier. Jetzt fehlt nur noch Pink. So, gehen wir kurz auf die Suche nach pinken Blumen und die blauen hier, die nehme ich auch mit. Denn ich würde gerne eine Pflanze herstellen, die aus einer unendlichen Wasserquelle eine, wie heißt, warte mal, ich suche mal nach dieser pinken Blume. Wie sieht denn die aus? So, diese hier brauche ich. Okay, das dürfte kein Problem werden. Da hinten sehe ich direkt schon eine. Das heißt, wenn wir so eine Pflanze haben, dann können wir eine unendliche Wasserquelle machen. Und daraus wird dann Mana hergestellt. Das ist dann kein Problem. So, hier haben wir Pink. Wir haben jetzt alles. Ich werde jetzt eine Pflanze davon mal herstellen. Und hoffen, dass das alles so funktioniert, wie ich möchte. Ist das hier Light Blue? Alter, hier sind die ganze Zeit Light Blue Flowers direkt vor meiner Nase gewesen. Und ich habe die nie gesehen. Toll, gell? So. Okay, dann gehen wir jetzt hin und machen erstmal den hier. Wir verwandeln alles da. So. Und so. Und so. Okay. Was brauche ich da jetzt nochmal? Hier, um die zu craften. Das hier mache ich so und da werfe ich das am besten da rein. Okay, das ist kein Problem. Ich brauche zwei von den hereingeworfenen, sage ich mal. Die muss ich da reinwerfen. So. Einmal rein. Warte mal, geht es jetzt? Nee, geht immer noch nicht. Einmal. Zack. Und zweimal. Zack. Okay, gut. Und das geht immer noch nicht. Aber wir können jetzt inzwischen eine dieser Mana-Pflanzen da herstellen. Ich brauche noch mal die Seeds. Wo sind denn die? Hier habe ich. Oh, 43 Stück. Hä, wo kommen die auf einmal her? So viele hatte ich doch noch gar nicht. Egal. Egal. Ist das drin? Nee, ist nicht. Ich brauche noch mal einen Eimer. So. Da haben wir einen Eimer. So. Okay, ich habe alles, was ich brauche. Ich muss das jetzt nur noch nach da unten machen. So. Und so. Gut. Wir gehen jetzt hin und craften uns eine dieser Hydroblumen da. So. Und setzen das jetzt erstmal da rein. So. Dann kommt das rein. Das rein. Das rein. Das rein. Das rein. Und das. Verdammt. Irgendwas hat noch gefehlt. Was fehlt noch? Boah, schnell gucken, schnell gucken. Ich brauche. Ah, zwei hellblau. Okay. Zwei Zyren. So. Und jetzt aber. Ja! Gut. Wir haben die Hydroangeas-Pflanze. Und jo. Das heißt, dadurch kann ich jetzt Dingens herstellen. Die mache ich mal hier weg. So. Gut. Und das da noch weg. So. Oh mein Gott. Und jetzt werde ich hier an die Stelle, warte mal, den hier hauen wir. Na, komm, das lassen wir jetzt erstmal stehen. Aber hier setze ich jetzt eine unendliche Wasserquelle her. So. In der Hoffnung, dass das Ganze ein bisschen schneller jetzt geht. So. Wir holen uns von da hinten Wasser. Einmal. So. Und dann noch zweimal. So. Was hat sich denn da generiert? What the fuck? Ach, das ist einfach. Ah, das ist nur der Grafik-Mod. So. Jetzt müsste diese Pflanze hier Mana generieren. Oder er hier halt etwas schneller. Ich werde jetzt noch mehr von diesen Pflanzen hier machen, weil diese hier. Warte mal. Ich baue den da mal ganz kurz ab. Einfach nur. Sicherheitshalber, was heißt sicherheitshalber? Einfach nur, um zu gucken, ob das Ganze auch so generiert wird. So. Warum generierst du kein Wasser? Kein Mana. Das hier ist die Hydroangeas und du solltest aus Wasser eine Dingens herstellen. So, warte mal, mach mal das da. Warte.
Just friendly. Warte mal. Warum funktioniert es jetzt nicht so, wie ich möchte? Meine Güte. Warte mal. Vielleicht muss die eins tiefer stehen. Auf der Höhe von Wasser. Oder im Wasser. Hm. Warum machst du nicht das, was du machen solltest? So, ich habe mir, by the way, das Tutorial von Nordop angeguckt. Und da der es so erklärt. Warte mal. So. Okay, das bringt gar nichts. Ich stelle dich jetzt einfach mal da dazu. So. Warum generierst du kein Mana? Das ist etwas doof. Warte mal, vielleicht mache ich mal einfach mal so. Vielleicht durch fließendes Wasser? Ihr könnt gerne ins Tutorial von Nordop gucken, da hat er das erklärt, dass das so funktioniert. Aber anscheinend funktioniert das nicht, was ich gerade doof finde. So. Zack, okay, da ist jetzt ein bisschen was drin. Alles kein Problem. Und hier, das kann ich noch nicht machen. So, das sowieso nicht. Aber ich stelle die Pflanze jetzt einfach mal dahin. Ich informiere mich da nochmal. Also, keine Sorge, ich habe Tutorials angeguckt. Habt keine Angst, ich weiß schon, was ich mache. Eigentlich, oh, hier sind die pinken Blumen gewachsen. Ups. So, ich will jetzt einfach nur genug Mana produzieren, dass ich den Mana-Stein hier machen kann. Und dass ich weiterkomme. So. Wie schnell geht das jetzt? Das geht eigentlich so. Da haut immer mal wieder was raus. Und es geht immer noch nicht? Nee. Schade, okay. Was haben wir hier noch? Ich kenne noch nicht alle, aber die hier macht aus Lava das Ganze. Pixie Dust, okay. Hier die Rune. Dazu brauche ich den Runenaltar. Also wir brauchen jetzt eigentlich ziemlich viel Mana. Und deswegen müssen wir uns da was Spezielles überlegen. Weil, wie ihr seht, so kommen wir nicht vorwärts. Das ist etwas doof. Aber ich denke mal, die sollen jetzt einfach mal hier weiter generieren. Was? Oh, ah, okay. So. Los, 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 los. Immer noch ein X da. Also im Singleplayer habe ich es probiert, da geht's, aber da habe ich ein bisschen gecheatet, indem ich mal hier diese Blume da benutzt habe. Die da. Ups. So, und da hätte ich eigentlich die Sachen dazu. Nur nicht die Rune da. Und da brauche ich ein bisschen mehr dazu, um die zu machen. Und deswegen lassen wir das jetzt einfach weitermachen so. Und ich packe das Zeug hier am besten mal rein. So. Gut, dann kümmere ich mich jetzt. Also Spark, ich habe einen Diamant von dir. Ihr könnt ihm das ja in die Kommentare schreiben oder ich schreibe es ihm nachher in Skype, dass ich mir eins ausgeliehen habe. Und ja, ich gehe jetzt selber am besten auf die Suche mit einer Spitzhacke. Habe ich denn sowas noch? Eine Spitzhacke? Ja, so eine, aber die ist am Arsch. Das ist nicht so toll. Da habe ich diesen Stein. Da unten habe ich keinen Stein mehr. Schön, wir haben, ja, nur noch so eine Hacke. Das ist doof. Machen wir uns erstmal Steinhacken. So. Da hinten ist der Koppel. So, perfekt, okay. Dann zack und zack. Zack, zack. So und zack, zack und zack. So, perfekt. Zack, zack, zack. Dann mache ich aus dem hier. Warte. Und na komm, mach mal selber zack. Und zack und zack und zack. So, dann hole ich mir da unten die Kohle raus. So, ich mache mir jetzt nämlich noch Fackeln, damit es alles hier kein Problem wird. Und dann gehen wir jetzt diese Folge und nächste Folge einfach mal unter die Erde. Ich lese natürlich eure Kommentare, keine Angst. So. Und ich hoffe einfach mal, dass uns da jetzt nicht allzu viel passieren wird. So. Hui. So, wow. Au. So. Ich bin echt mal gespannt, was uns da, aua, unten erwartet. Also wir waren ja da schon unten, aber ich mache mich jetzt speziell auf die Suche nach Diamanten. So, gehen jetzt einfach mal hier entlang. Da hinten war ich ja schon mal. Aber, was ist das hier?
Das braucht, also ich will mich jetzt erstmal auf eine Mod konzentrieren. Das habe ich mir einfach vorgenommen. Und deswegen bin ich so scharf, sage ich mal, auf Botania, weil ich die Mod einfach geil finde. Nur kann ich sie gerade schlecht umsetzen, was mir auch wirklich leid tut. Aber ich hoffe, ihr seid mir da nicht allzu böse. So. Es gibt Erfahrung. Das kann ich nicht abbauen. Aber das Eisen hier. So. So. So und so. Sehr schön. Ach, hier ist noch. Gut. Wunderbar. Ach so, ja, ich muss ja noch meinen Chocobo benennen. So. Ich kann euch schon mal sagen, wer die Abstimmung gewonnen hat. Der Name. Nee, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Also die Abstimmung, die ist schon fertig. Es gibt schon einen Namen und den sage ich euch in der nächsten Folge. Wer sich dafür interessiert, der schaltet morgen wieder ein. Immer um 14 Uhr kommt Schein. Bis dann und tschüss.